Herzlich willkommen zu dem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. So, ein letztes Mal, jetzt beschäftigen wir uns mit der Canvas, nämlich wie wir Bilder auf der Canvas ausgeben können. Und bedenkt bitte, ich werde am Ende des Kurses oder relativ zum Ende des Kurses werde ich nochmal wesentlich ausführlicher auf die Canvas eingehen, weil das ist ein ganz, ganz starkes, ein ganz wichtiges Instrument für den Programmierer. So, aber ich denke jetzt erstmal, um einen Überblick zu behalten und um auch noch die anderen Elemente erstmal grundlegend einzuführen, reicht das auch. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie bitte unten in die Kommentare hinein. Ich werde die dann sammeln und gucken, was kann ich euch jetzt noch hinten dranhängen. So, wie gesagt, es soll ja erstmal nur eine Einführung sein, wie man mit den ganzen Widgets, die uns Tkinter liefert, wie man mit denen umgehen kann. Also, die Bildausgabe ist ganz, ganz einfach und ich zeige euch mal, was ich jetzt noch dazu programmieren möchte. Ich habe mir eine kleine Wolke auf meinem Bildschirm gesetzt hier oben. Und die soll sich natürlich auch bewegen, wenn ich hier mit meiner Scale herumfahre. Irgendwann bewegt die sich aus dem Bildschirm heraus, weil der Y-Wert dann zu groß geworden ist. Aber das macht ja nichts, ich kann sie ja dann auch wieder zurückholen. Und damit merkt ihr, ihr könnt also, werdet gleich sehen, das ist ganz einfach, ihr könnt ganz rasch irgendwelche kleinen hübschen Grafiken auf den Bildschirm bringen und das ist überhaupt kein Problem. Gut, fangen wir an. Also als allererstes möchte ich mal mein Programm hier ein bisschen übersichtlicher machen. Das heißt, ich setze mir hier mal Kommentare rein. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Dann hier für die Objekte, die ich auf den Bildschirm setze. Dann hier mein Label. Mein Schieberegler. Und das kommt dann noch dazu. Und hier unten, na, das kann ich jetzt mir hier auch mit oben reinsetzen. Hier mit in die Objekte. Und ich lösche hier hinten mal den Font, weil der war wirklich nicht schön. Das war vorher besser, dann setze ich das Ganze hier nochmal auf 280. So, dann habe ich das wieder schön unten drin. So, das ist das Erste. So, jetzt möchte ich mir ein Bild auf den Bildschirm setzen. Und das muss ich mir zuerst mal aus einer Datei laden. Dazu gibt es den Befehl PhotoImage, den kennt ihr schon. Ich schreibe also Image ist gleich Foto, Image, dann gebe ich den Filenamen an und das ist bei mir, da müsst ihr bei euch selber schauen, wo ihr das herbekommt, Icons, dann Big Butt, da sitzen also große Anzeigeknöpfe bei mir drin in diesem Unterordner und dann cloud.png. So. Und das war es erstmal. Damit habe ich mir mein Bild geladen. Das muss ich mir jetzt, sorry, hier oben hinsetzen, sonst zeigt er mir gleich einen Fehler an. Und hier unten definiere ich mir jetzt das Bild. Deshalb habe ich das jetzt gerade weggesetzt, weil das gehört jetzt, was ich jetzt mache, mit zu den Objekten hin dazu. Image. Unterstrich 1, das könnt ihr nennen, wie ihr wollt, lw. Und dann create image. Dann gebe ich die Koordinaten an, 350,00 und dann image ist gleich. Und hier hole ich mir jetzt das, was ich als Image gespeichert habe, hole ich mir direkt hier in meine Option hinein, ist gleich Image. So, jetzt
Jetzt gibt es gleich noch eine Überraschung. Eine nicht ganz angenehme, aber die lässt sich auch leicht verändern. So, und ihr seht, ich habe hier eine Position gesetzt und das wird nicht angezeigt von der linken oberen Ecke aus, sondern wie der Text von der Mitte aus. Und dann ahnt ihr schon, ich habe hier wieder meinen Befehl Anchor, den Anker, und den setze ich, der ist normalerweise auch hier auf Center, also von der Mitte des Bildes aus wird der wird das Bild gezeichnet und das gebe ich hier oben an. Und wenn ich gar nichts angebe, dann ist er auf Center. Und jetzt sage ich bitte hier, das soll die linke obere Ecke sein, also Northwest in dieser komischen Schreibweise. So, ich speichere das Ganze und lade es mir und siehe da, jetzt sehe ich meine kleine Wolke hier oben auf dem Bildschirm schweben. So, das war das Erste. Jetzt wollen wir noch, will ich euch noch zeigen, dass man eben das Ganze auch tatsächlich schön bewegen kann. So, ich mache hier LW und da ich jetzt bewegen möchte, also nicht eine andere Eigenschaft verändern möchte, gehe ich wieder zu meinem Befehl Coords. Dann übergebe ich das Objekt, das auf den Bildschirm gebrachte Objekt, bitte nicht das hier angeben, da steckt jetzt zwar auch das Bild drin, aber das ist nicht das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, auf der Canvas, das ist nämlich das hier, ne? Also da müssen wir ein bisschen aufpassen, hier ist einfach nur das Bild drin, wie es geladen worden ist, und hier ist das Objekt auf dem Bildschirm drin. So. Das übergebe ich jetzt einfach so, dann möchte ich die X-Koordinate nicht verändern, nämlich 350, und die Y-Koordinate ändere ich einfach nach dem S-Wert. So, hier muss ich jetzt eine Zahl übergeben, das heißt, ich muss den String S-Wert noch umwandeln. Das mache ich wie bekannt durch den Befehl Integer oder Int, Klammer auf, Klammer zu. So, und das war's schon. Und wir gucken uns das Programm an. So, also unsere kleine Wolke ist da. Und ich kann sie hier entlang der Skala nach unten schieben und wieder nach oben. So. Und warum bleibt meine Wolke auf dem Bildschirm? Weil ich bei dem anderen Programm, so das habe ich vorher geschrieben gehabt, habe ich die nicht immer ein Pixel weiter bewegen lassen, sondern zwei Pixel. Ich zeige es euch. Ich habe hier einfach diesen Int-Wert mal 2 genommen. Mal 2. Und dadurch bewegte sich natürlich dann entsprechend mehr Pixel pro Skaleneinheit. Und ihr seht, in der Mitte ist er schon fast am unteren Ende. Und jetzt geht die Wolke aus dem Bildschirm raus. So. Ich bitte euch zu beachten, dass wenn ich die Koordinaten so setze, dass die nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen sind, es keine Fehlermeldung gibt. Ja, das ist sehr angenehm. Dadurch kann man ganz schön eine Bewegung, wenn ich jetzt die Wolke, was weiß ich, hier über, ach je, jetzt komm, über den Bildschirm schweben lassen wollte, von links nach rechts und dann sollte sie irgendwann wieder verschwinden, dann kann ich anfangen, die Wolke zu zeichnen, wenn sie noch nicht zu sehen ist. Dann kommt sie langsam rein, kommt langsam, läuft über den Bildschirm und am Ende verlässt sie den Bildschirm und erst dann kann ich oder brauche ich die Wolke zu löschen, dass die dann insgesamt nicht mehr angezeigt wird. Und dadurch habe ich das oder kriegt dann der Zuschauer das Gefühl, dass die Wolke von links nach rechts durch den Bildschirm gleitet. Ich hoffe, ihr könnt euch das jetzt vorstellen. Gut, das war's für dieses Mal. Ihr seht also, es ist eine ganz einfache Sache. Wir laden uns das Bild. Das kennt ihr ja schon. Das hatten wir schon ganz am Anfang besprochen, wie man das macht. So, und dann bringt man das einfach mit diesem Befehl lw.create-image, bringt man das Ganze auf den Bildschirm und kann dann dort auch die Optionen manipulieren mit unseren beiden Befehlen Coords und ItemConfig. Gut,
Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann werden wir wieder zu den einfachen Elementen, zu den Grundlagen erstmal wieder zurückkommen und noch ein paar andere Widgets ansehen und dann natürlich auch, und das ist auch ganz wichtig, wie man sich Menüs erstellt. Das denke ich, das wird euch auch noch brennend interessieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.